Hallo YouTube, es gibt mal wieder was Neues. Ich habe ein Paket der Firma Winterfinger. Winterfinger fragt ihr euch. Es handelt sich hierbei um ein Berliner Startup, das sich was Schickes ausgedacht hat. Ihr wisst, wir haben inzwischen November, die kalte Jahreszeit bricht an. Man ist draußen, trägt Handschuhe und das Handy klingelt. Was macht man normalerweise? Finger in den Mund, draufbeißen, Handschuhe ausziehen und schnell auf dem Handy, Smartphone oder iPad rumtippen. Dagegen soll es jetzt folgendes Produkt geben. Und zwar die Winterfinger Smartphone bzw. eigentlich Touchpad-Handschuhe. Es gibt sie in zwei Farben, Grau und Anthrazit. Ich habe mich jetzt mal hier für das Anthrazit entschieden. Hinten drauf steht auch noch was Schickes. Lasst mal eben lesen. Ihre Winterfingerhandschuhe möglichst lange zu halten, bitte folgende Waschhinweise beachten. Handfläche maximal 30 Grad, keine Chemie reiner, nicht bügeln, kein Trockner. Bla 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 bla. Okay, weiter geht's. Packen wir sie doch mal aus. Okay, sieht schon mal normal aus. Auf der Homepage selber könnt ihr nur zwischen den beiden Farben wählen. Größe nicht. Also typisches One Size Fits All. Hier steht jetzt nicht viel an Infos drauf. Ich glaube, die Zusammensetzung war irgendwas so 80% Baumwolle, 11% dann irgend so ein Elastanzeugs, glaube ich, und 9% soll hier drin ein leitender, also ein stromleitender Faden sein. Auf den ersten Blick sehen die Dinger ganz normal aus, fühlen sich auch ganz normal an, wie stinknormale Handschuhe. Da kann ich jetzt noch keinen Unterschied erkennen. Okay, sind noch zusammen. Dann ein vorsichtiger Schnitt. Plopp. Und dann schlüpfen wir noch einfach mal rein. Seht meine normalen Computerfinger. Eher schlank als dick, aber ein bisschen groß. Tipp, 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 tipp. Okay. Der erste Schock ist überwunden, es kratzt eigentlich nicht. Natürlich gibt es viel, viel weichere Handschuhe, aber es gibt auch viel, viel unangenehmere. Da müsst ihr jetzt keine Angst vor haben. Ich bin da auch eher so ein Sensibelchen, auch kein Rollkragenträger. Da haben wir auch unser Schildchen, Pflegeanleitung und vielleicht noch die Zusammensetzung. Ja, habe ich doch gesagt. 80% Lammwolle. Oh, ich entschuldige mich, keine Baumwolle. 11% Polyacryl und 9% rostfreie Metallwolle. Ha, also diese Metallwolle leitet dann wohl. Gut. Reingehoppelt. Passt. Ich denke, da könnte ich auch noch viel größere Finger haben, beziehungsweise auch viel kleinere, liegt eng an. Fühlt sich gut an und sieht auch schon mal gar nicht schlecht aus, finde ich. Gut, kommen wir mal zum Testen. So. Da ich hier gerade mit dem iPhone 4S filme, muss ich einfach mal das iPad zum Demonstrieren benutzen. Erster Test. Das funktioniert ja schon mal. Also da, ich hebe es einfach mal hoch, damit man besser mal was sieht. Fühlt sich an wie sonst auch. Machen wir doch mal hier den Fingermaltest. Wow. Also, das sieht doch schon mal wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Wahnsinn. Und das wahrscheinlich dann auch mit allen Fingern. Wunderbar. Da ist kein Problem. Klar, das ist jetzt hier nicht Multitouch-fähig. Also ich meine jetzt nicht die Handschuhe, sondern die App. Klappt auch ohne Probleme. Und unser gemaltes, ihr seht das, Wahnsinn. Klasse. Dann gucken wir doch noch was anderes. Und tippen wir doch einfach eine Runde. Klack, klack. Na, kriege ich das auch noch drauf? So. Hallo. Ihr da. Also, hallo ihr da, klappt auch wunderbar. Also, kein Unterschied, fühlt sich alles sehr gut an.
Also passt wunderbar. Mir gefällt es. Ich habe die Dinger jetzt gefühlte 10, na was heißt gefühlte, mit allem drum und dran fast eine Viertelstunde an. Kratzen immer noch nicht. Ich bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Von mir gibt es einen Daumen hoch. Kosten tut der ganze Spaß. Ich glaube, Pi mal Daumen, 25 Euro. Versand war relativ fix. Ich glaube, ich hatte mittags bestellt und am nächsten Tag hat es DHL schon geliefert. Sehr zu empfehlen. Das war's. Daumen hoch wäre nice. Schaut euch noch ein paar andere Videos an. Abonniert meinen Kanal und wartet einfach die nächsten Videos ab. Bis denn.